Hallo und nur kurz vorab, bevor das eigentliche Video startet. Ich hatte ein paar leichte Tonprobleme, weil es das erste Video war, was ich jetzt in diesem Studio in der Form wieder aufnehme. Deswegen klingt es so ein bisschen hölzern. Entschuldigt das bitte. Das Mikrofon, was jetzt hier gerade wieder direkt vor mir ist, sollte den Ton dann in Zukunft wieder besser aufnehmen. Und zum anderen, wer sich die Verschiebung der Marco 2022 in deutlich prägnanterer Form nochmal anschauen möchte, meine guten Freunde von der Hochfrequenz-Unternehmensberatung haben da ein deutlich effektiveres und effizienteres Video veröffentlicht, wo das einfach in auch deutlich schnellerer Form gut erklärt wird. Ja, das verlinken wir also in der Videobeschreibung. Klickt auch gerne da mal drauf, schaut euch die Hochfrequenz an. Die erklären auch ganz viel auf YouTube über die Marktkommunikation zum Beispiel. Und jetzt folgt das eigentliche Video von uns zur Verschiebung der Marco 2022. Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Marco 2022, die, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, verschoben wurde. Die Marco 2022, das steht erstmal für Marktkommunikation 2022, ist also oder das Regelwerk, das sind die Prozesse, das sind die Datenformate, die für den allgemeinen Austausch zwischen den Marktrollen, also zum Beispiel Versorger und Netzbetreiber, verwendet werden. Diese Regelwerke ändern sich regelmäßig. Und in diesem Fall würde eigentlich zum April 2022 eine enorme Veränderung kommen, die wir seit ein paar Jahren so in dieser Fülle schon nicht mehr gesehen haben. Nun hat sich aber herausgestellt, nee, das machen wir nicht. Da ist was dazwischen gekommen. Erstmal auch ja, willkommen zurück auf dem Kanal. Wir hatten jetzt so ein paar Wochen, in denen weniger rausgekommen ist. Ich habe schon ein paar Rückfragen bekommen, was denn los ist. Einerseits Jahreswechsel, mal ein bisschen runterkommen, andererseits neuer Hund, Haus- und Bürohund. Ihr werdet sie auf jeden Fall bald sehen. Wir haben eine kleine Welpin bekommen, die ganz, ganz viel Zeit natürlich auch in Anspruch nimmt. Und ansonsten haben wir vor allem ein bisschen was auftragsmäßig produziert, also für unsere direkten Consulting-Kunden und so weiter. Daher etwas weniger Inspiration für YouTube gehabt. Aber jetzt kommt es wieder, weil auch aktuell richtig viel schon wieder passiert. Gehen wir mal rein. Hier ist die Bundesnetzagentur, Beschlusskammer 6 und da aktuelle Mitteilung. Und ihr könnt ja hier sehen, für den Februar doch schon einiges gekommen. Mitteilung Nummer 26 zu den Datenformaten. Das werden wir in einem anderen Video machen. Das ist die Konsultation für die eigentlich reguläre Erneuerung der Marktregeln im Oktober, beziehungsweise der EDIFACT-Nachrichten im Oktober. Mitteilung Nummer 18, Redispatch, machen wir vielleicht auch nochmal separat in einem aktuellen, wo steht der Redispatch 2.0-Video. Aber hier Mitteilung Nummer 2 zur Umsetzung des Beschlusses etc. und Mitteilung Nummer 27 zu den Datenformaten. Das ist jetzt ganz relevant. Das kam beides am 2. Februar raus. Ihr habt sicherlich schon davon gehört. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Zuerst mal hier in die Mitteilung Nummer 27 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marco. Hier steht es dann schon in der Überschrift: Mitteilung Nummer 27, Verschiebung der Umsetzung der Datenformate, also der EDIFACT-Nachrichtentypen, einschließlich der Marktfunktion 2022 auf den 1.10.2022. Also nicht zum April, sondern zum Oktober. Denn es haben sich zahlreiche Unternehmen an die Bundesnetzagentur gewandt und mitgeteilt, dass fristgerechte Umsetzung zum 1.4. gegenwärtig eher schwierig wird. Einer der großen Gründe dafür ist ein Hacking-Angriff im November 2021 auf einen der namhaften Dienstleister der Branche. Wir haben damals kein spezielles Video dazu gemacht. Ihr habt es sicherlich aus der Fachpresse entnommen. Einer der großen Softwarehersteller hatte tatsächlich da ein größeres Problem. Ich habe mit dem eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, gerade im Kontext von Energiedatenmanagement-Software. Am Ende ist wahrscheinlich keiner so richtig gefeit davor, dass da mal auf wirklich harte Weise eingedrungen wird. Wer sich mit Hacking in dem Sinne beschäftigt, weiß, es gibt kein sicheres System, aber es gibt halt genügend Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass jemand anderes ein leichteres Opfer wäre für einen, der da was Unschönes tun möchte. Und insoweit hat es die Energiewirtschaft bisher, vor allem deren Softwarehersteller, nicht so stark betroffen. Aber ja, die Einschläge kommen näher, sage ich es mal so. Was kann man jetzt dazu sagen? Das Ergebnis ist, dass dieser Softwarehersteller, der praktisch für auch hunderte Marktteilnehmer Software entwickelt, seine Entwicklungsarbeit natürlich nicht mehr weitersetzen konnte und deswegen diese eben für Monate zurückgeworfen ist,
Und da geht es explizit auch um das, was zum 1. April eigentlich hätte kommen müssen. Und wenn nun einer der großen Dienstleister sagt, wir schaffen das nicht zum April und das betrifft dann hunderte Marktteilnehmer, dann können wir nicht mit gutem Gewissen die Änderung durchdrücken zum 1.4., weil dann würde garantiert ein großer Teil der Branche einfach nicht mehr teilnehmen können. Und eine der Konsequenzen ist zum Beispiel, wenn es so ein Format-Update gibt, dass dann praktisch zu diesem Stichtag 0.0 nur noch die neue Version des Nachrichtentyps akzeptiert werden kann. Wenn eine alte Version kommt, dann ist das ungültig, dann wird das nicht mehr gelesen von der abgedateten Software. Und jetzt wiederum umzusetzen, dass die ganzen anderen Systeme sagen, ja okay, wir erkennen die alte Version auch noch an, aber die neue auch, das können wir nicht machen, das ist so unsicher, weil eben auch so ein paar Funktionsupdates ja kommen, also ein paar wirklich tiefergreifende Änderungen, und das würde einfach nicht wirklich funktionieren. Also sagt man sich lieber, wir nehmen einmal den Druck weitestgehend raus und sagen, dass die hauptsächlichen Änderungen eben tatsächlich nicht zum April kommen, sondern zum Oktober. Außerdem gibt es darüber hinaus hohe Belastungen, zum Beispiel wegen der Redispatch 2.0. Sowohl natürlich Corona, Homeoffice, obwohl das Homeoffice eigentlich gar nicht so unbedingt Erschwernisse der Arbeitsbedingungen mit sich bringt. Das liegt dann eher an den Arbeitgebern, wenn die bisher noch nicht so ganz im 21. Jahrhundert angekommen waren. Und jetzt steht ja auch, ne, an den bisherigen Update-Zyklen, die ja immer so zum April und Oktober kamen, gab es immer vereinzelt individuelle Verzögerungen und Anpassungsschwierigkeiten. Aber dieses Mal würden wir eine erhebliche Anzahl von Netzbetreibern, Versorgern und Meshnetzbetreibern haben und das können wir einfach nicht machen. Das funktioniert nicht, dann würde die gesamte Marktkommunikation in der Branche zusammenbrechen. Das geht natürlich nicht. Also ist hier erstmal in dieser Mitteilung die Schilderung, dass wir nicht festhalten werden am Umsetzungsstichtag, weil es da eine wirklich enorme Gefahr der Marco geben würde. Also würden wir sagen, auf den 1.10.2022 verschoben. Das ist im Großen und Ganzen erstmal diese Mitteilung. Aber, Ausrufezeichen, nicht von der Verschiebung betroffen. Einerseits haben wir rund um Redispatch 2.0, der jetzt im Oktober 2021 kam, auch schon für den April 2022 weitere Format-Updates gehabt in den XML-Formaten. Ja, in der restlichen Marktkommunikationsstruktur geht es ja um Edifact, aber im Redispatch haben wir XML auch schon eingeführt. Das ist einfach nur ein technisches Format, sag ich mal, für die Übertragung. Das wird zum 1.4. geupdatet. Außerdem, die Vorgaben zur Einführung des neuen Netznutzungsvertrages, beziehungsweise wenn es zwischen dem Versorger und dem Netzbetreiber ist, einen privaten Rahmenvertrag, die zum April kommen würden. Auch hier wichtig, zu einigen erforderlichen Übergangsregelungen, beachten Sie bitte die andere Mitteilung, zu der wir gleich noch kommen werden. Außerdem ist natürlich nochmal interessant, dass wir in dem Einführungsszenario sowieso schon darauf hingewiesen haben, dass es ein paar Änderungen gibt, die sowieso erst im Oktober oder Januar kommen würden. Die werden jetzt nicht mit weiter verschoben nach hinten, sondern die sollen zum festgelegten Stichpunkt Oktober oder Januar sowieso kommen. Das hatten wir unter anderem im Kontext der Preisblätter, meine ich, für die automatischen Preisübertragungen der Netznutzungsabrechnung gab es da zum Beispiel Sachen, die nach und nach hier später kommen sollten. Und auch wichtig, die neuen Regelungen zum Übertragungsweg, das ist ein weiteres Edifact-Dokument, die kommen fest auch zum April. Das werden wir uns in einem separaten Video auch nochmal genauer anschauen. Also, allgemeine Festhaltung, die Edifact-Nachrichten, wie sie zum April kommen würden, werden nicht zum April umgesetzt. Die XML-Nachrichten werden zum April umgesetzt. Die Regelungen zum Übertragungsweg werden zum April umgesetzt. Und das, was wir rund um den neuen Netznutzungsvertrag, Lieferanten Rahmenvertrag gelernt haben, auch das wird zum April umgesetzt. Dazu machen wir mal ein separates Video, das auch nochmal komplett durcharbeiten. Ich habe zum Glück mir bisher Videos zur Marco 2022 ein bisschen zurückgehalten, wollte die jetzt auch im Februar erst so nach und nach mal raushauen. Offensichtlich war das richtig, denn jetzt kommt es ja gar nicht. Da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, das fachlich auseinanderzunehmen. Wir werden bis dahin auf jeden Fall hier uns die Verträge nochmal anschauen. Da gab es so ein paar Anpassungen. Und ansonsten sehen wir rund um Edifact noch ein bisschen Verschiebungen. Alles klar. Das ist jetzt, wie gesagt, die Mitteilung Nummer 27 zu den Datenformaten.
Es gibt im Weiteren die Mitteilung Nummer 2 zur Umsetzung der Festlegung zur Weiterentwicklung der Zugangsbedingungsstruktur. Das ist dieser BK6 2060. Hier gibt es jetzt Übergangsregelungen zwischen April und September, also bis dann die restlichen Umsetzungen kommen würden. Hier wird nochmal darauf verwiesen, ja, wir hatten gerade diese Nummer 27 uns zu den Datenformaten angeschaut, bla bla bla. So, für den Zeitraum vom April bis September gelten folgende Übergangsregelungen, die einen nahtlosen Betrieb der elektrischen Marktkommunikation sicherstellen. Information der Zählzeiten. Im Übergangszeitraum sind Informationen über die Zählzeiten sind weiterhin auf der Internetseite zu veröffentlichen. Es war eigentlich so, dass wir die Utilities, die bisher für die Berechnung von komplexeren Messstrukturen genutzt werden wollte, wo also eine Berechnungsform praktisch drinsteht für die Messlokation und Marktlokation, die jetzt aber auch pauschal immer verschickt werden muss, auch wenn es gar keine Berechnung gibt. Wer damit umgeht, weiß Bescheid. Diese Utilities würde jetzt erwartet werden auf die Zählzeitdefinition, die praktisch beschreibt, in welchem Zeitraum welches Register bei zum Beispiel einem Smart Meter hochgezählt werden soll. Das ist also vor allem bei Smart Meter interessant, wenn wir verschiedenste Tarife praktisch parallel betreiben könnten. Im Großen und Ganzen ist das HTNT, ne, also zwei Tarife in noch komplexerer Form, und es würde festgelegt werden über diese Zählzeitdefinition, wann wird in welchen Tarif gerechnet. Das ist dann natürlich später mal interessant, wenn wir wirklich so völlig dynamisch mit Börsenpreis, Sprüngen und so weiter dann in verschiedenste Tarife springen könnten. Dann ist die Zählzeitdefinition sehr, sehr interessant. Diese Zählzeiten werden also hier weiterhin, wenn sie zu nutzen sind, auf der Webseite des Netzbetreibers veröffentlicht. So ist das bisher schon der Fall gewesen. Wir werden also hier die E-De-Facto-Umsetzung wohl dann erst zum Oktober sehen. Sperrungen und Entsperrungen. Hier war es auch ja ganz interessant, dass wir das jetzt in einen automatisierten Prozess übergehen lassen wollten. Die Anweisungen zur Sperrung und Entsperrung sowie zur Stornierung beider Befehle erfolgt laut Netznutzungsvertrag im Rahmen der Marco elektronisch. Das würde jetzt so eingeführt werden. Wir haben dann praktisch eine Meldung, die das beinhaltet. Das war bisher eine Excel-Anlage, die als Anlage des Netznutzungsvertrags praktisch hin und her geschickt werden würde, sehr, sehr manuell praktisch. Und das sollte jetzt automatisiert werden. So, in sonstigen nicht davon erfassten Fällen, gemäß Anlage B des Vertrages, Auftrag zur Unterbrechung, Sperrung oder Entsperrung und Stornierung. So, vorübergehend ist dieses Formular in allen Fällen zu nutzen. Das heißt, auch die Sperrung und Wiederinbetriebnahme wird erstmal nicht über EDIFACT angesteuert, wird erstmal nicht automatisiert. Es wird weiterhin hier eine manuelle Anlage hin und her geschickt. Netzbetreiber muss weiterhin seine Preise veröffentlichen. Es wäre sonst auch so gewesen, dass die Preise für Sperrung und Entsperrung hier über den automatisierten Prozess, der nun eingeführt werden sollte, auch mitgekommen werden. Werden weiterhin auch separat errechnet. Während des Übergangszeitraums erfolgt die Errechnung bilateral. Also mehr manueller Aufwand. Juhu. Und Angabe der Ansprechpartner. Die Vertragspartner benennen und aktualisieren ihre Ansprechpartner, bla bla bla, weiterhin mit dem bekannten Formular Kontaktdatenblatt. Auch eine Excel-Anlage. Denn es war auch so, dass die Kontaktdaten der Marktpartner praktisch ab der Marco 2022 mit dem neuen Format Partin, Partner Information, das ist ein EDIFACT-Format, Partin, nur hergeschickt werden würden. Das heißt, diese Kontaktdatenblätter würden dann in vollautomatisierter EDIFACT-Art hin und hergeschickt werden. Das wird jetzt auch erstmal pauschal nach hinten geschoben. Die Beschlusskammer fordert darüber hinaus, alle Marktteilnehmer auf, Aktualisierungen des Einführungsszenarios zu beachten. Das werden wir dann auch nochmal, wenn es hier Erweiterungen gibt, in Videos auseinandernehmen. Damit dieses Video nicht komplett auseinanderbricht und zu breit wird. Wir machen mehrere Einzelvideos. Möchte ich also nochmal betonen. Im Übergang zwischen April und Ende September werden die Zählzeiten nicht automatisiert übertragen mit der neuen UTTS, sondern sie werden weiterhin da, wo es sie gibt, auf der Webseite des Netzbetreibers veröffentlicht. Sperrung und Wiederinbetriebnahme werden nicht über den automatisierten EDIFACT-Prozess gemacht, sie werden weiterhin über eine Excel-Anlage gemacht. Kontaktdatenblätter werden nicht über die automatisierte Partin-EDIFACT-Nachricht verschickt, sie werden weiterhin über eine Excel-Anlage verschickt. Alles, was dazu zu klären ist, muss bilateral zwischen Versorger und Netzbetreiber gemacht werden mit einer E-Mail oder einem Telefonkontakt. Das Gegenteil von Automatisierung praktisch.
Wir sagen also im Großen und Ganzen, wir verschieben die EDIFACT-Umsetzung. Wir verschieben damit natürlich die neue UTTS, die Parchin und den Sperr- und Entsperrauftrag. Wir setzen um XML für Redispatch. Wir setzen die inhaltlichen Anpassungen von Netznutzungsvertrag erster Förderung. Wir setzen die Regelung zur Übertragungswirkung. Dazu dann nochmal was Separates. Das ist erstmal die Quintessenz aus der aus dieser Meldung, die vom 2. Februar kommt. Wir werden in weiteren Videos, die jetzt demnächst folgen, mal genau uns aber anschauen, was bedeutet das also ganz konkret. Wir gucken nochmal die XML-Formate an, die für Redispatch kommen. Wir machen ein Redispatch-Video. Wir gucken uns an, was der Übertragungsweg sagt. Wir gucken uns an, was die Netznutzungsvertragsgeschichte sagt. Wir gucken uns an, was die Marktregeln, GBKI, MPES, WIM, MARIS sagen. Auf jeden Fall ist es erstmal ganz schön aufwendig, dass wir jetzt in diese Situation kommen, dieser geplanten Änderung jetzt einfach nicht umzusetzen, weil der Markt es aber halt nicht hinkriegt. Und wenn der Markt es nicht hinkriegt, dann können wir es nicht tun, ganz klar. Das wäre noch schlimmer, wenn die eine Hälfte mit geupdateten Versionen arbeitet und die andere nicht, dann würde alles schief gehen. Also, Quintessenz, wir werden die Marco 2022 zum größten Teil erst im Oktober wiederfinden. Sofern nichts weiteres dazwischen kommt. Aber wir gehen mal davon aus, dass sie dann kommt. Naja, schauen wir mal. Jetzt könnte man denken, für mich als Akademieanbieter, der ja eigentlich Schulung zur Marco 2022 macht, ist das jetzt schlecht? Auch natürlich nicht, weil es ist viel mehr Konfusion, es ist viel mehr unklar. Umso mehr bräuchte man Coaching oder Schulung, von daher. Wir bleiben aber jetzt erstmal ein bisschen ruhig an dieser Stelle. Wir haben jetzt in etwa verstanden, was passiert. Wer sich dazu weiter beraten lassen will, kann bei uns gerne grundsätzlich Schulung anfragen. Prinzipiell kann man auch einfach hier mal in die Kommentare Fragen schreiben. Wir werden versuchen, das dazu beachten und auch in den nächsten Videos dann aufzuklären spätestens. Okay, soweit erstmal. Ihr seht bei mir auch gerade, ich bin so ein bisschen unschlüssig. Also ich bin insgesamt davon enttäuscht, dass es passieren muss, dass wir es jetzt verschieben, weil natürlich müssen wir dringend unsere Marktkommunikation anpassen. Wir hängen in allem hinterher, was allgemeine Digitalisierungsfortschritt im 21. Jahrhundert angeht, müssen wir die Energiewirtschaft mal langsam vorantreiben, aber naja, geht ja nicht, anscheinend. Aber ja, wir werden es in weiteren Videos auseinandernehmen, was nun konkret passiert. Habt ihr erstmal Fragen, Anmerkungen, Diskussionspotenzial zu diesem 1.4. gerne unten in die Kommentare schreiben und ansonsten immer like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst und wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.